Okay, Hacking Minigames. Ich darf sogar reinzoomen. Komm schon, Mann, die reinste Malware-Flut. Okay. Dürfte ja nicht allzu schwer sein. Soll einfach nur straightforward gehen, wenn ich. Ja. Action-Spannung, wuhu. Ich kann ihn nicht blocken. Eigentlich müssen wir einmal an allem drehen, dann sind wir eigentlich schon sowas von durch. Da oben geht es gleich auf Zeit. Oh, es geht jetzt schon auf Zeit. Er deaktiviert unser Schutzprogramm. Ich weiß nicht, wer er ist, aber wenn man tippen müsste, sieht es nach Default-Handschrift aus. Schämige Hacker lässt sich anheuern. Er ist gut. Also lustig. Das ist eine nette Idee auf jeden Fall, aber. Hey. Ich dachte, wir wären sicher. Na. Waren wir. Da, wer ist der? Die von der Drecksherr. Und ich glaube, wir sind Game Over. Das erscheint dich zu kennen. Je sais pas, je... Ich weiß nicht. Ich spiel's ab. Es war gar nicht schwer, sie zu finden. Zwei Männer. Einer ein Hacker, der andere ein Fixer. Wenn ich mich nicht irre. Hab vorher nie von denen gehört. Ich kann das erklären. Ich wollte es dir sagen. Gute Arbeit. Die Namen bitte. Haben Sie vor, Ihnen was anzutun? Wann hat Sie das je interessiert? Ich bin sicher, die Summe ist zufriedenstellend. Damien Brinks und Aiden Pierce. Aiden? Da klopft einer an. Clara. Aiden, er versucht uns den Scheiß zu löschen. Wir müssen ihn schleunigst rausschmeißen. Aiden, komm schon! Tiefschuss hochziehen! Ich dreh den Saft ab! Aiden. Wer war das? Wer hat das befohlen? Wenn ich's wüsste, würde ich sagen, das schwöre ich. Es tut mir so leid. Geh mir aus den Augen. Kannst du es finden? Ja, bin schon dran. Diese Miese. Komm schon, Mann. Mach hin! Mist! Wo willst du hin? Der Scheißkerl hat uns die Mutter aller Viren geschickt. Er hat alles kopiert, was wir hatten, und von unserem System gelöscht. Er weiß genau, wie er uns abschalten kann. Ich muss den Backup-Tower rebooten. Ohne den, kein Default. Kein Default, keine Daten. Ich gehe. Nein, 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 nein. Ich gehe. Ich mach mir gern mal die Hände schmutzig. Weißt du was, Aiden? Du wirst wohl Damien noch eine Weile hinhalten müssen. Mit dem komme ich schon klar. Ich rufe dich an, wenn ich fertig bin. Viel Glück, Amigo. Red Boy hat einen Fehler gemacht. Wow. Und wir strecken das Spiel noch ein bisschen mehr in die Länge. Ist ja klasse. Wo machen wir denn jetzt Party, ha? Was für ein Spiel er auch spielt, dieser Default. Er bringt Nikki in große Gefahr. Er geht mir mächtig auf den Sack. Aber jetzt muss ich Damien hinhalten. Wie stellen wir das am besten an? Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal hier raus. Kann ich nicht. Okay. Dann ist hier noch nicht der richtige Ausgang. Wo bist du? Ah. Vor einer Minute machst du Versprechungen, dann nicht. Kein Piep. Dieses Mal treffen wir uns. Persönlich. Wie altmodisch. Hast du denn etwas für mich? Wir reden. Oh, Aiden. In dem Fall sage ich den Ort. Jupp, tu das. Okay, dann wollen wir mal zu ihm. Wahrscheinlich wieder am Arsch der Welt. Ja, klar. Wie auch sonst. Warum gibt's keinen Helikopter oder so? Das wäre doch mal interessant.
mag die Karre irgendwie. Weiß auch nicht warum. Ach, es wird eine lange Fahrt. Boah, diese Ruckler, ne? Ohne Mist, das ist beschämend für mein System, die Grafik runterzudrehen. WKCTVs letzte Meinungsumfrage zeigt, das Volk ist ganz eindeutig auf der Seite des Rächers Aiden Pierce. Viele bieten ihm sogar ihren Schutz an. Dennoch warnt die Polizei von Chicago davor, weil man sich dadurch strafbar macht. Aiden macht schon alles richtig. Außer dass der Meister von Hackern noch nicht mal den Typen Damien hacken kann und herausfinden kann, wo Nikki ist. Aber ansonsten, ja, er macht alles richtig. What the hell? Wo kommt der jetzt her? Was mich auch ein bisschen am Watch Dogs stört, ich finde, die haben das Spiel so ein bisschen gerusht. Ich meine, das wurde schon ein bisschen verschoben wieder ein paar Monate, aber das konnte das Spiel auch irgendwie nicht retten. Es kam ein bisschen zu früh raus. Man merkt sehr starke Performance-Schwächen in dem Spiel. Bisschen schade, ehrlich gesagt. Story eher so lala. Nicht der, mal seht. Aber egal. Welcome Far Cry 4 raus. Und ich denke, das wird super sein. Und Battlefield Hardline macht auch richtig Laune. Echt da? Ja, schneller als sie dachte. Ich will dich sehen. Möchten Sie einen? Es gibt einen Räumungsverkauf. Ich hab die Daten. Und Damien wird das sofort machen. Vielleicht kann ich das für mich nutzen. Er sagte Blum, dass er alles liefern würde, inklusive des Materials von Iraq. Ja, er hat sich selbst in die Ecke gestellt. Du hast die Daten nicht dabei und ich keine Nikki. Wir sind so berechenbar. Du hast einen Deal mit Blum. Woher weißt du das? Du hast ein Problem, Damien. Denn dein Deal hängt an dieser Festplatte. Was wirst du ihnen sagen, wenn ich dir nichts gebe? Du vergisst da etwas. Nikkis Leben hängt an einem Anruf. Töte sie. Lass mich fast gelingen, Damien. Du denkst nicht zu Ende, Damien. Dieser Deal ist dein Schicksal. Tötest du Nikki, bekommst du gar nichts. Glaubst du, Blum wird dich einfach gehen lassen? Die werden dir ihre Fixer hinterher schicken. Und das heißt, ich entscheide über dein Schicksal. Hol Nikki ans Telefon. Wir sind immer noch Partner, Aiden. Sieh es ein. Wir brauchen einander. Und geht's dir gut? Ich hab Angst. Sag, dass Jackson eine Sicherheit ist. Ja, ist okay. Hör mal, Nikki, ich weiß. Aber bitte lass mich zurück. Ja, Jaden. Ich bin's leid, dass du mich nicht ernst nimmst. Wenn wir uns wiedersehen und du hast keine Daten, ist sie tot. Uiuiui. Scheiße, jetzt aber schnell weg. Sieht wie der Typ aus den Nachrichten aus. Das ist der aus, das ist der Typ, den die Polizei sucht. Lüge! Die Polizei bittet die Bürger, wo sie geplant ist. Gehen Sie den Mann auf den Weg. Er gilt als bewacht.
Mein Gott, Damien, immer noch super, super ausgebufft. Hätte ich gar nicht gesagt. Verdammt, Damien hat diese Tafeln von irgendwo. Warum verlasse ich das Missionsgebiet? Da, ein WK-7. Oh mein Gott. Die Mission ist fehlschlägt. Komm schon, fahr da rein. Ich verlasse das Missionsgebiet. Da ist er. Yeah. Schön die Dampfleitung gesprengt. Du machst das viel zu schwer, Aiden. Zwing mich nicht, dich zu verraten. Es gibt nichts zu verraten. Weder falsch. Diese cleveren Tricks, die du mit dem CDOS hast. Notfallzentrale, worum geht es bitte? Da schießt einer. Bitte. Ich will nicht sterben. Willst du sehen, jemand schießt hier. Oh, CDOS-Scan. Warum sich in den Kopf hinkommen? Noch haben die mich nicht geschnappt. Oh, 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 oh. Einfach Gas geben. Toll, das ist nicht so gut. Lass dich nicht schnappen, mein Junge. Das wäre nicht gut für deine Schwester, oder? Oh mein Gott, wie viele kommen denn da? Ja, ich bin sowas von erledigt. Super. Ah, ich hätte ja abbiegen sollen. Das ist unfair. Oh mein Gott, wow. Ah, ich hätte rechts abbiegen sollen. Ah, Helikopter, die kriegen wir auch noch. Oh, ich bin jetzt gelandet. An alle, dem Verdächtigen wurde ein SUV hinterhergeschickt. Schön. Eieieiei. Komm schon, ich muss den Helikopter einen Blick kriegen. Super. Das ist so dumm. Ja, nicht funktioniert das Ganze machen. Jetzt komm schon, zeig mir den Helikopter. Die Karre fliegt mal sowas von um die Ohren. Ja, das war's. Nö, ich geh einfach ins andere. Oh, der Helikopter nervt mich gerade am meisten. Total dummer Weg, hier kann ich nicht entkommen, auf jeden Fall. Oh, wow, ich krieg einen zu viel. Wieso kann ich nicht einfach hochgucken und indem ich einen Helikopter ausschalte im Auto aus? Weg hier. Genau vor mir sieht. Schöne Polizeisperre. Scheiß Lüge. Ja, die holen mich da eh wieder ein. Aber das mit der Dampfleitung ist schon geil. Aber ich krieg die nicht weg. Ich krieg die einfach nicht weg. Keine gute Idee. Hier spricht die Polizei. Fahren Sie rechts ran. Ich brauche noch ein kleines Türchen dafür. Das ist nicht besser, wenn ich einfach verrecke. Ich glaube, dann habe ich die abgehängt. So, Helikopter. Nur noch der Helikopter. Er dreht ab. Mann, scheiß Polizeisperre. Das gibt's doch nicht. Ein SUV wurde dem Verdächtigen
Verdächtigen bereits hinterhergeschickt. Ich muss sagen, irgendwie funktioniert das Spiel besser als vorher, weil vorher wurden wir nicht so oft neutralisieren angezeigt wie jetzt. Ich krieg sie nicht abgehört, das geht einfach nicht. Es ist so kacke. Ja. Jetzt gehen wir mal hier durch. Komm schon, der Kreis wird immer kleiner. Da oben kann ich nicht lang, ich muss unten lang. Kommt mir genau hinterher. Aber wenn ich hier lang fahre, muss ich sicher sein. Hier lang. Oh mein Gott. An alle, ein SUV wurde zum Standort des Verdächtigen geschickt. Ein Stückchen. Yes. Was eine Verfolgungsjagd. Muss man direkt eine neue Karre oder Motorrad besorgen. Oh Gott. Puh. Nice.